schönen guten Morgen. Es geht weiter, unsere Tour. Wir verlassen Antofagasta heute und es ist genial, dass der Aufzug so groß ist. Sonst war er wenigstens komplett gepackt rein. Ja, dann tschüss, Antofagasta. So, da verlassen wir die Küste erstmal wieder. Jetzt gehen wir wieder hoch in die Hügel. In die Atacama-Wüste. Winkt dem Meer nochmal zu. Tschüss. Wir kommen ja nochmal wieder. Wir kommen ja nochmal wieder. Also nicht hier, aber woanders am Wasser. Gut, dann mal auf in die Berge. So, anscheinend ist hier ein kleiner Tierfriedhof. Hier hat wohl einer mal angefangen. Und dann ging es weiter. Hier sind richtig viele Gräber. Und da sind halt dann Knochen drauf oder ein Hund oder eine Katze. So drauf gemalt. Da ist ein Bobbycar. Deswegen gehen wir vorne aus, weil das auch alles so ganz kleine Gräber sind. Kleiner Tierfriedhof. Also klein ist richtig. Naja. Der ist wirklich krass groß. Heftig. Krass. Wenn der wieder so runtergeht, dann wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Danach dann wieder hoch? Die große, wo wir abgefahren sind. Okay. Das heißt, wir fahren ja ein ganzes Stück bis zu der Hand auf der, die geht in die Richtung so. Okay. Und dann fahren wir ab, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu fahren. Mhm. Das wäre ja dann abfangen durch die Wüste. Ja. Ja. Aber ich wusste nicht, dass das auch runtergeht. Okay. Ist das gut oder schlecht? Morgen auf jeden Fall noch mal Wasser finden zum Wasser wieder auffüllen. Ist das gut oder schlecht, dass es so weit runtergeht? Naja, es ist halt gut für schnell vorankommen, aber wir fahren so oder so hoch. Ja, gut. Das mit der Hand in der Wüste in der Atacama, es liegt auf 1300, 1200. Okay. Deswegen, es geht jetzt runter und dann zieht sich das langsam hoch. Na gut, aber das ging ja dann schneller jetzt hier hoch und dann wieder runter als gedacht. Weil eigentlich hatte ich ja geplant, die andere Route da vorhin zu nehmen. Wo wir uns jetzt dagegen entschieden haben, weil da ging es, glaube ich, erstmal weiter hoch. Dann haben wir ja Glück gehabt. Weil wir auch dann nach hinten auf die Straße gekommen wären und nicht hier. Okay. Sondern 8 Kilometer weiter da. Naja. Ja. Ich habe uns gerade einen Schlafplatz rausgesucht, hier wo ich stehe. Und Basti geht jetzt mal da hoch auf den Hügel, auf den steilen Hügel und guckt mal, ob da hinter dem Hügel vielleicht auch ein Schlafplatz wäre. Mal sehen. Da gibt es nämlich Internet. Und da wir nämlich unendlich Datenvolumen zur Verfügung haben, könnten wir uns heute Abend nämlich im Zelt gemütlichen Film angucken. Das wäre natürlich cool, deswegen gibt er jetzt alles, um das... Oh, jetzt kippt mein Fahrrad um. Gibt er alles, um das rauszufinden. Ziehen noch mal um. Basti hat einen besseren Platz entdeckt. Hallo, guten Abend. Wir haben unseren Schlafplatz ja endlich gefunden und wir haben jetzt gerade es endlich geschafft, die Ausrüstungsvideos zu drehen. Haben einmal komplett unsere kompletten Taschen ausgeräumt und einmal vorgestellt, was wir alles so dabei haben. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Also zum einen, da hinten baut Basti gerade das Zelt auf. Es ist nämlich langsam echt kalt. Wenn die Sonne weg ist, wird es richtig frisch. Ich habe Sandalen an und kurze Hose. Und schaut euch das Chaos an. Da liegen Bastis Sachen verteilt. Da liegen meine Sachen verteilt. Alles an Klamotten und Zeug haben wir alles rausgeholt aus den Taschen. Und das muss jetzt alles wieder verstaut werden. Das Gute ist, wir wissen immer genau, wo alles ist in unseren Taschen.
und haben eigentlich auch eine Ordnung, deswegen geht das eigentlich schnell. Aber wenn es jetzt so kalt ist und wir müssen noch kochen und ganz viel Gemüse schneiden, aber egal, das kriegen wir jetzt noch hin. Wenigstens haben wir die Videos jetzt fertig. Wir wollten ja eigentlich in der Unterkunft machen, aber wir haben das zeitlich nicht mehr geschafft an dem Tag, wo der Live-Chat war. Genau, wir hatten ja den Live-Chat sonntags und hatten überlegt, ob wir es danach noch schaffen, aber das klappte mit der Zeit einfach nicht mehr. Da war es dann schon dunkel und jetzt im Nachhinein wäre es, glaube ich, auch komisch geworden, wenn wir ein Outdoor-Ausrüstungsvideo auf einer Couch drehen in der Unterkunft. Das ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen komisch. Deswegen haben wir es jetzt hier schnell gemacht. Wir sind jetzt auch froh, dass wir es jetzt geschafft haben, weil ja, es steckt ja auch viel Arbeit dahinter und alles. Deswegen ja, sind wir froh, dass wir es jetzt fertig haben. Dann bauen wir jetzt das Zelt auf, kochen und verpieseln uns schnell nach drin. Guten Morgen. Ja, wir haben schon gefrühstückt und auch schon soweit alles zusammengepackt, bis auf das Zelt. Das machen wir jetzt auch noch. Und dann fahren wir halt weiter, diese Richtung da, nach, da kommt dann noch eine Ortschaft in ein paar Kilometern, La Negra. Da wollen wir dann nochmal Wasser auffüllen. Und dann geht es weiter Richtung Atacama-Wüste, einmal weiter durch. Und dann ist unser nächstes Ziel Pan de Azúcar. Das ist so ein kleiner Nationalpark direkt an der Küste. Und bis dahin sind es aber noch ein paar hundert Kilometer. Ja, so ist die Planung für die nächsten paar Tage. Aber wir packen jetzt erstmal das Zelt zusammen und dann fahren wir jetzt gleich weiter. So, wir haben jetzt zwei Tankstellen abgeklappert, weil wir eigentlich gedacht haben, hier in der Ortschaft gibt es irgendwas, aber es ist eigentlich nur ein Industriekomplexgelände hier. Ja, Tankstellen-Shops hatten gar nichts an Wasser und auch nichts, wo man irgendwas kaufen kann. Jetzt waren wir hier auf einer Toilette, die hat 300 Pesos gekostet. Ja. Da haben wir jetzt drin Wasser aufgefüllt. Naja, wir haben jetzt den 10-Liter-Sack voll gemacht, weil wir fahren jetzt ja wieder durch die Atacama-Wüste. Somit haben wir auf jeden Fall genug Wasser, weil erst in 250 Kilometern circa kommt die nächste Möglichkeit, überhaupt wieder irgendwas aufzufüllen. Aber jetzt sind wir erstmal ausgestattet. So, ich will euch mal zeigen, hier in Chile es ist ganz oft so, dass da, wo Menschen einen Unfall hatten und gestorben sind, das dann so schön hergerichtet ist mit Bänken und so. Das haben wir jetzt schon ganz oft gehabt. Einen Moment, LKW. Das haben wir jetzt schon ganz, ganz oft gehabt, dass Bänke daneben stehen, teilweise sogar überdacht, mit, ja, dass es schön geschmückt ist, teilweise mit Lichterketten und so. Also ich finde, hier in Chile ist es besonders immer schön hergerichtet, da an den Orten. Da stehen nicht nur einfach Kreuze, sondern ja, es ist wirklich so schön gemacht, dass man auch da sitzen kann und ja, einen Rückzugsort sozusagen hat. Ist natürlich direkt an der Straße, aber ja, es ist trotzdem schön irgendwie. So, hier gibt es nochmal ein besonders schönes Beispiel, wie das hier angelegt ist. Meistens haben die unten noch ein Foto drin und verschiedene Sachen. Und es ist als kleiner Garten angelegt. Ja, deswegen, die Chilenen geben sich da echt viel Mühe, das ist wirklich schön. Und Basti macht sich schon mal über die Vorräte her. Kekse. So, wir sind jetzt an unserem ersten kleinen Etappen Highlight, sage ich jetzt mal, angekommen. Das ist, das Ding heißt, beziehungsweise das, was ihr jetzt gleich seht, das heißt Mano del Desierto. Mano del Desierto. Was das genau ist, zeigen wir euch jetzt. Das ist eine riesengroße steinerne Hand hier in der Atacama-Wüste, die aus dem Boden kommt. Schön groß, das Händchen. Und jetzt machen wir natürlich erstmal ein schönes Foto davor, klar. Ja. Dazu packen wir aber so ein bisschen was weg. Weil die Baumeltüten da hinten. Wenn man halt lange unterwegs ist, wo nichts kommt, ist man halt behangen mit Essen. Ist halt einfach. Ja, deswegen die Baumeltüten kommen da weg, dann sieht es schöner aus auf dem Bild. Oh ja, und ganz wichtig, komm mal her. Okay. Ich muss mal gerade mein Fahrrad halten. Ich bin ja der ständelose Ständer. Erstmal der Wüste ein High Five geben. Haha, mach das mal nach. Thank you.
seht ihr unseren tollen Schlafplatz. Direkt mit Blick auf die Hand. Im 5-Minuten-Takt kommen da eigentlich etliche Autos. Jetzt gerade sind 2 Motorradreisende gekommen. Ja, aber wir schlafen jetzt trotzdem hier. Die Leute sind nett, das macht wahrscheinlich keinem was aus. Hier kommt eh keiner rüber. Eben, genau. Und wir kochen jetzt gleich. Wir haben jetzt 5:10, das heißt, wir haben noch knapp 2 Stunden hell. Wir können also draußen kochen und dann in Ruhe spülen und rein. Weil wenn die Sonne weg ist, wird es frischer. Also der Wind wird auf jeden Fall frischer. Deswegen gucken wir mal, dass wir dann rechtzeitig im Zelt verschwinden. Ja. Los geht's mit unserem Essen. Ja, wir haben uns jetzt Essen gekocht. Es gibt lecker Soja-Bolognese. Und ja, dabei beobachten wir das rege Treiben an der Hand. Da ist ein Kommen und Gehen. Das ist ja wie ein Phantasialand. Naja, wir essen und genießen dabei das wilde Treiben. So, guten Morgen. Ja, der Wind ist wieder da. Natürlich kommt er von vorne. Das heißt, wir fahren heute schön bei Gegenwind. Und der ist gar nicht mal so schwach. Das heißt, ordentlich strampeln angesagt. Ja, eigentlich wollte ich die Nacht auch noch eine schöne Zeitrafferaufnahme machen. Ein paar Bilder von der Hand, weil wir hier direkt an der Hand geschlafen haben. Mit Sternenhimmel. Aber die sind die halbe Nacht in Autos gekommen und die haben da ganze Zeit rumgefuchtelt mit ihren Taschenlampen und all sowas. Also die Aufnahmen wären einfach überhaupt nichts geworden. Und als sie dann irgendwann mitten in der Nacht, so keine Ahnung, 2, dann endlich mal Ruhe war und keiner mehr da war, war aber auch dann der Mond da und man hat die Milchstraße nicht mehr gesehen. Somit wurde uns das halt leider genommen, weil da doch so ein Andrang war mit irgendwelchen Reisegruppen, die abends halt dahin fahren und dann sich die Sterne angucken und alles da mit ihren Taschenlampen ausleuchten. Das war ein bisschen, ja. Also uns haben sie nicht gestört, weil wir waren weit genug weg, aber... Man hat gehört, dass da einer geredet hat, wie bei ja, einem wie so Vortrag. Gruppen. Und mit so einem Laserpointer hat er halt hoch in die Sterne. Und die Leute daneben alle mit ihren Taschenlampen dann immer so rumgeleuchtet. Also die Aufnahmen wären einfach definitiv nichts geworden, deswegen habe ich es dann gelassen. Keine Aufnahmen, schade, hätten wir gerne gehabt. Naja, dann geht's jetzt weiter. Wir fahren jetzt hier noch ein Stück auf der Hauptstraße, die hier lang wird. Das ist doch die einzigste Möglichkeit. Da fahren wir jetzt noch ein Stück weiter und dann biegen wir ab von der und dann fahren wir durchs Niemandsland bis an die Küste wieder. Und dann fahren wir an der Küste entlang zu dem Nationalpark oder Nationalreservat Pandayasuka. Und dann immer weiter südlich. So der Plan aber jetzt erstmal für die nächsten, denke ich mal, 6-7 Tage. Ja, dann zusammengepackt haben wir gerade. Ja, dann fahren wir mal los. So, eben hat ein LKW-Fahrer angehalten, das habt ihr ja gesehen. Der hat uns. Nein, von einem Abschleppauto. Stimmt, von einem Abschleppauto. Ja, für mich das ein LKW. Der hat uns eine zweite Warnweste geschenkt und hat gesagt, wir sollen hier hinten drauf machen, damit man uns besser sieht. Oh, mein Hals ist gerade so getrocknet, dass ich husten muss. Und jetzt haben wir hier irgendwo und nirgendwo so coole Bushäuschen, da hinten auch. Bushaltestellen. Was als Toilette benutzt wurde, hier wurde richtig schön reingeschissen. Toll, oder? Das ist doch schön. Hier ist so viel Landschaft, also Steppe und Sand, wo man gut auf Klo gehen könnte. Und wo kacken die Leute hin? Ins Bushäuschen. Menschen sind überall gleich. Menschen sind überall gleich, sagt Basti. Ja, alles Ferkel. So, wir haben gerade diese Hauptstraße verlassen und fahren jetzt da entlang. Die Schotterpiste runter zur Küste. Wir sind jetzt hier auf 1900 Metern und es geht wieder runter zur Küste. Das heißt gut bergab. Und Basti hat gerade versucht, da hinten mit der Kamera rauszufinden, was da ist. Da stehen nämlich ein paar LKWs. Und wir haben nämlich gedacht, vielleicht ist es ja wieder irgendwie so ein kleines Restaurant wie gestern. Ein kleiner Truckstop. Aber dadurch, dass es noch ein Stück hin ist, müssten wir da jetzt extra hingurken. Ja, mit der Kamera sah jetzt nicht so aus, als wäre da was. Das sieht da aus, als wäre da einfach nur ein paar Baumaschinen. Das ist eine kleine Baustelle. Ja. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Keine kalten Getränke keine für uns. Keine kalten Getränke. Naja, schade. Fahren wir zur Küste. So, wir sind ja jetzt gerade hier von der Straße abgefahren und haben jetzt gerade dieses Häuschen hier entdeckt mit einem Dixi-Klo nebenan und noch einem Mülleimer und also einer Mülltonne und so einem kleinen Schränkchen. Und da, wo der Basti drinne steht, ist
ein 20 Liter Kanister Wasser und ein 20 Liter Kanister, Mensch, der angefangen ist. Wir sind jetzt so frei und füllen uns jetzt da eine Flasche ab, weil wir erst morgen ankommen und was Neues holen können an Wasser. Deswegen sind wir jetzt mal so frei. Da wird keiner was sagen, wenn wir uns da jetzt 1,5 Liter Wasser abfüllen. Ich zeige euch das noch einmal. Deswegen ein schönes kleines Häuschen. Hier mit einem Wasserspender und weitere Gallone. Und da sind halt so Kleiderbügel mit den Namen drauf. Danke Raphael, danke Emilio Pino und Santiago Pino. Danke für das kalte Wasser. Das ist nämlich auch noch eiskalt. Super gut. Die Sache ist, die kommen ja mit dem Auto hier hin. Und wenn die sehen, dass der eine Kanister leer ist, werden wir wahrscheinlich ja einen neuen mitbringen. Die schlafen ja auch nicht. Rechtzeitig, also. Genau. Und bei uns, wir haben halt noch für einmal kochen sozusagen und morgen ein bisschen für die Fahrt. Aber wir gucken immer, dass wir nicht so viel trinken zwischendurch. Teilweise trinken wir nur so einen Liter am Tag, weil wir es halt so ein bisschen sparen wollen, weil hier kommt halt nichts. Und deswegen machen wir uns jetzt die ganze Flasche voll und trinken die komplett aus. Ja, deswegen, da wird keiner was sagen, wenn wir uns da was abfüllen. Wir wollen uns so ein bisschen nehmen, wir wollen nicht zu dreist sein. Genau. Zum späten Nachmittag kommt immer doller Wind auf. Und natürlich kommt dieser von vorne. Ah. Naja, vielleicht lässt er da irgendwann wieder nach. Wir haben Schlafplatz. Ja, das ist hier echt leicht, kann man sagen. Nein, das ist voll schwierig. Es ist total schwer, hier einen Schlafplatz zu finden, weil man so viel Auswahl hat und sich nicht entscheiden kann. Nee, wegen dem Wind, ja, stimmt. Der Wind ist immer da. Also du kannst dich hinter einen Hügel setzen, so wie wir es jetzt hier machen, oder hinter irgendwelchen Bergen sein. Der Wind kommt immer pest immer da drumherum und du bist nie sicher vor dem Wind. Das ist wirklich so. Noch in Peru war das noch so, wenn du dich hinter irgendeinem Felsen gehockt hast, dann hattest du wenigstens Windschatten. Aber hier nicht. Hier nicht und in Bolivien auch nicht. Ja, deswegen meistens hört der nachts eh auf, von daher. Aber wir haben jetzt hier den schönen Schlafplatz. Ich filme jetzt gegen die Sonne. Ich hoffe, ihr seht das. Auf so einem kleinen plattgewalzten Weg, kann man sagen. So ein kleines Stück. Der Rest würde auch gehen, aber hier ist halt perfekt. Keine Steine, nix. Und wir können heute richtig viel trinken. Weil nämlich in 47 Kilometern kommen wir in einem Dorf an, wo es einen Minimarkt geben soll. Und da können wir dann einkaufen. Wenn der nicht existiert, ist da ein Restaurant. Genau, wenn der nicht existiert, ist da ein Restaurant. Also können wir heute schön trinken. Das ist toll, das machen wir. Dann bereuen wir es die Nacht, weil wir 20 Mal Pipi müssen. Ist meistens so. Naja, dann, Basti kocht jetzt gleich und ich mache drinnen fertig. So, während ich jetzt koche, macht Jasmin das Zelt von innen fertig. Deswegen sieht jetzt so aus, ich sitze hier und koche. Da sitzt der kleine Zelttroll, der das Zelt fertig macht. Ich habe gerade schon Keks gegessen. Arbeitsteilung. Vorspeisekeks. Ja. Heute gibt es dann Reis mit Erbsen aus dem Tetra-Pack. Das ist ganz lustig. Hier gibt's, seit Bolivien ist das schon so. Gibt es keine wirklich Dosen mehr, die man finden kann. Also man findet eigentlich fast gar keine Dosen mehr. Also ja, man findet schon Dosen. Aber halt hier sowas wie Erbsen oder Mais und sowas ist hauptsächlich in Tetrapack. Das ist ganz lustig. Ja, mit Soja zusammen dann. Das ist so unser Abendessen. Jo. Und wie gesagt, ich koche jetzt. Dabei lasse ich mich noch ein bisschen von der Sonne wegbrutzeln. Der Wind lässt ein bisschen nach langsam. Mal gucken. Hauptsache, wir haben nicht wieder so dollen Gegenwind. Morgen. Hatten wir heute ja auch zum Schluss hin. Naja. Ja, so jetzt der Ablauf für heute noch. Guten Morgen. Ja, was ist das Schönste, was man am Morgen haben kann auf einer Radreise?
Erstmal einen platten Reifen. Nein! Naja, jetzt muss ich erstmal den Reifen flicken. Und Jasmin packt so lange im Zelt alles fertig zusammen. Und der Wind ist auch wieder da. Es war die ganze Nacht windstill. Heute Morgen, also jetzt ganz früh morgens, kurz bevor die Sonne aufging, auch. Jetzt kommt Wind. Das Gute ist wenigstens, wir haben aktuell Rückenwind. Hoffentlich bleibt das auch erstmal so. Weil er pisst halt doch schon wieder ein bisschen. Naja, ich flicke jetzt erstmal den Reifen. Und dann hoffen wir, dass wir auch gleich dann schnellstmöglich loskommen. Wir wollen zu dem kleinen Dörfchen und uns Essen kaufen. Jo. So, Fahrrad ist geflickt, Zelt ist abgebaut, haben wir alles hinbekommen bei dem Wind. Der Wind nimmt auch schon wieder zu, aber wir haben Gott sei Dank immer noch Rückenwind, also hat er in den letzten paar Minuten jetzt nicht mehr gedreht. Auch mal was Schönes, Rückenwind haben wir selten. Weltneuheit bei den Potschis, Rückenwind. ja, genau. Wir fahren jetzt los Richtung Küste und dann hoffen wir, dass wir da wirklich diesen Minimarkt finden, der angeblich existieren soll. Mal gucken. Wenn nicht, müssen wir gucken. Naja, aber morgen kommen wir auf jeden Fall in der kleinen Stadt Taltal an. Da gibt es auf jeden Fall was. Ja, aber wir fahren jetzt erstmal los. Ja, es geht nur bergab jetzt bis runter zur Küste. Ist ganz angenehm. Und Asphalt ist auch dazu gekommen. Ja. Weil wir haben jetzt auf 2110 Meter gepennt und halt bis zur Küste auf 42 Kilometer geht es natürlich noch gut runter. Gut für uns. Ja, der Asphalt, wir gehen davon aus, weil die Nebenstraßen, die DBs, sind halt eigentlich immer Schotter. Außer es ist halt eine Minengesellschaft dann da irgendwo unterwegs und hier in Chile gibt es halt extrem viele. Und hier soll ja auch noch eine kommen in ein paar Kilometern. Die Minera Julia. ja, deswegen wird hier bestimmt ein Stück asphaltiert sein bis dahin. Gut für uns. Muss ja nicht immer nur Schotter sein. Schotter zwar macht auch Spaß, aber beim Bergabfahren ist es halt auch mal schön, wenn man ein bisschen vorankommt. Und da kann man auch viel mehr die Landschaft und die Aussicht genießen, ne? So schnell kann es gehen. Einmal abgebogen, also halb leicht links gefahren. Ist aber eine fette asphaltierte Straße da. Und der Rückenwind ist jetzt Gegenwind und der Wind ist auf einmal eisig. Vorher war das richtig warmer Rückenwind, jetzt eiskalter Gegenwind. Es ist so verrückt, ey. Und ja, wir fahren jetzt hier gerade durch die ganzen Bergbaugebiete hier, also wo die ganzen Minengesellschaften sind. Es ist verrückt, ey. Wir haben jetzt erstmal angehalten, um uns was Warmes anzuziehen. Boah, es ist so kalt. Der Fahrtwind ist sowas von eisig. Deswegen erstmal Handschuhe an und ein Halstuch. Alter Verwalter. Von einer auf der anderen Sekunde mal so richtig gemerkt, wie die Temperatur einfach mal so gefühlt 20 Grad gefallen ist. Krass. Aber die Landschaft ist wirklich schön. Okay, warte mal. Oh, ein Schmetterling. Bei dir auf der Schulter. Am Arm, da. Unter mir. Schmetterling. Jasmin sagt, ich habe einen Schmetterling bei mir. Ich kann ihn nicht sehen. Da, da. Da fliegt er. Da flattert er. Da auf dem Boden sitzt er. Kleiner Schmetterling. Ja.
super. Sieht jedenfalls aus, weil wir haben auch wieder da links gesehen. Mhm. Ja, jetzt sind wir an der Küste angekommen. Das ist ein kleines Fischerdörfchen hier. Aber es gibt einen Supermarkt, einen kleinen Minimarket. Und dann wollen wir, genau, wir gucken mal, was die haben. Und dann wollen wir uns hier, hier gibt es 3 Spielplätze. 1, 2 und da vorne ist auch noch einer, 3. Und wir wollen dahinter zu dem, da sind wir gerade dran vorbeigefahren. Weil da gab es auch ganz viele Bänke zum Sitzen mit Schattenmöglichkeit und war richtig schön. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken jetzt hier, was wir bekommen. Und dann machen wir da eine kleine zweite Frühstückspause, weil wir jetzt doch schneller waren als gedacht. Das waren jetzt 43 Kilometer, 2000 Höhenmeter in einer Stunde. darf auch mal schnell gehen. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir da Schönes finden. So, als allererstes werden wir mal den Müll los. Da. Oh, das ist voll. Na, geht schon. Geht schon. Und dann gucken wir mal. Oh ja, die sind noch ganz gut aufgestellt. Halbwegs. Es gibt sogar Gemüsebrot. Gemüsebrot, Kellogg's. Ja, also der Laden war sehr gut ausgestattet. Wir haben eine gute Ausbeute. Was für Abendessen, was fürs Frühstück, frisches Brot, bisschen Joghurt für jetzt zum Mampfen, was neues Wasser. Linsen. So. Jetzt verpacken wir alles. Die Frau war auch super nett gewesen. Und jetzt verpacken wir alles und dann machen wir eine kleine Pause.